Techniker hat leider gesagt, das Video ist tot. Aber zum Glück weiß ich ja auch, worum es Ruben geht. Es geht um diese wunderbaren neuen Räumlichkeiten, die sie echt, es ist wirklich ein Wunder, wie wir da rangekommen sind. Und dass Ruben in so einer wunderbaren Gemeinde, die einfach übernehmen durfte und mit ihnen unterwegs sein darf. Sie haben diese Räumlichkeiten, ihr seht, die sind quietschbunt, sie sind bunter als das, was ihr meistens hier vortrefft. Die sind schon in ein Alter gekommen, deswegen gibt es da viel zu tun. Wir wollen sie natürlich, ne, wir wollen jedes Zentrum ein bisschen in unserem Style, ein bisschen moderner machen. Deswegen gibt es da viel zu tun. Es kostet natürlich Geld, so ein Gebäude zu renovieren und zu sanieren und da alles zu machen. Und da bittet er natürlich auch um Spenden. Und auch bei ihm weiß ich, dass er sehr dankbar ist für das, was ihr immer wieder gebt. Dankeschön dafür. Yes, ihr Lieben, White Space ist heute dran. Ich habe die Ehre, ich könnte über so viele Dinge reden und so viele Dinge sagen und ihr könnt mir nicht entkommen, das ist das Schöne, ne? Ihr seid hier. Na okay, ihr könntet gehen, ihr könnt aber aufstehen und gehen, aber ich hoffe, dass ihr es nicht tut. Aber ich habe mich dafür entschieden, ein bisschen zur aktuellen Situation zu reden, ein bisschen über das zu reden, was gerade in dieser Welt los ist, was gerade so passiert. Und deswegen habe ich beschlossen, ich sage einfach mal was zu dem ganzen Thema Israel, Hamas, Antisemitismus, zu dem, was wir heute in unserer Zeit erleben und erfahren. Dabei ist mir ganz wichtig, ich werde nicht groß auf politische Diskussionen eingehen. Das kann ich nicht aufmachen. Wir könnten darüber eine ganze Serie machen, die genauso lang ist wie unsere letzte Serie, das Vaterunser, was uns mindestens über 8 Wochen oder länger begleitet. Ich habe aber jetzt nur diese paar Minuten, die ich heute hier habe. Deswegen werde ich darüber wahrscheinlich nicht so viel sagen. Ich werde nicht groß auf irgendwelche Medien oder sonstige Sachen eingehen. Was ich machen will, ist ein bisschen aus christlicher Perspektive zu zeigen, wer sind wir, wo kommen wir her, was hat das Ganze eigentlich auch mit uns zu tun, auch das, was wir hier in Deutschland erleben. Was seit dem 7. Oktober in Israel durch die Hamas geschieht, ist eigentlich zu grausam, um es hier zu erzählen. Es ist zu grausam, um da irgendwelche Bilder zu malen. Zu grausam, um darin noch irgendeine Menschlichkeit irgendwie zu sehen. Man sagt, seit dem Holocaust wurden nie wieder so viele Juden an einem Tag getötet. Was hier Frauen, Kinder, Babys, auch Männern angetan wurde, das ist in unserer kleinen, eigenen, friedlichen Welt, wie wir hier so leben, eigentlich kaum vorstellbar. Und trotzdem, wenn ich vom 7. Oktober mit Menschen rede, kommt immer wieder, unter anderem auch mit Christen, kommt aber immer wieder so ein, ja, aber, das ist ja alles nicht so, wie es aussieht. Ja, aber, die Israelis sind ja selber irgendwie da drin und die sind ja selber schuld. Ja, aber, was ich schon an ja, abers hören musste, es sind wirklich viele. Dabei finde ich, es gibt hier kein ja, aber. Ja, wir können über Politik diskutieren, wir können über Geschichte reden und da sind viele Fehler passiert und viele Dinge, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Aber das, was am 7. Oktober passiert ist, dafür gibt es kein Ja-Aber. Dafür gibt es keine Erklärung, dafür gibt es keine Entschuldigung, dafür gibt es kein Naja-Aber, musst auch mal die andere Seite sehen. Nee, es gibt es nicht. Es gibt kein Ja-Aber für Terrorismus. Es gibt kein Ja-Aber dafür, dass Menschen anderen Menschen sowas antun. Da bleibt für mich immer die Frage, mit welchem Ziel tun Menschen das? Man muss natürlich ein bisschen auf die Hamas schauen. Die haben 1988 hat diese islamische Widerstandsbewegung Hamas eine Verfassung herausgegeben. Und in dem Dokument, da gibt es 6 verschiedene Absätze und da ist auch ein klares Ziel verfasst. Und das Ziel heißt die totale Zerstörung des Staates Israel. Ein Zitat daraus, Israel existiert und wird weiter existieren, bis der Islam es ausgelöscht hat, so wie er schon andere Länder vorher ausgelöscht hat. Sie haben ein klares Ziel. Der Staat Israel macht sicher nicht alles richtig. Da passieren sicherlich Fehler, darüber lässt sich diskutieren. Die Sache ist, wenn Israel die Waffen heute niederlegen würde, dann wären sie ein paar Wochen später alle verschwunden. Dann wäre dieser Staat vernichtet. Sie wären zerstört. Sie wären nicht mehr existent. Und die vergangenen Jahre und die letzten Wochen haben gezeigt, dass der Hamas dafür jedes Mittel recht ist. Das ist leider so. Es ist leider eine Tatsache.
wo kommt das her, dass solche schlimmen Dinge in Israel passieren und dadurch der Antisemitismus, also sagt man, es ist der Hass gegen Juden, immer größer wird. Wie kommt es? Seit dem 7. Oktober sind nur hier in Deutschland über 680 antisemitistische Straftaten gemeldet worden. Das ist um ein vielfaches mehr als sonst. Und dass es überhaupt sowas gibt, ist schon schrecklich. Insgesamt sind über 3700 Straftaten im Zusammenhang mit der Eskalation am 7. Oktober gemeldet worden. Wie kommt es, dass Israel sowas passiert, so ein Terrorakt passiert und trotzdem der Hass gegen sie so groß wird, überall auf der Welt, auch hier in Deutschland, auch vor unserer Tür? Dieser Antisemitismus, der fliegt uns um die Ohren. Da passieren Dinge, die sind grausam. Nur ein paar ganz kleine Beispiele. Das war zum Beispiel der Sturm auf den Flughafen in Dagestan in Russland, als eine israelische Maschine gelandet ist und plötzlich hunderte von Menschen diesen Flughafen gestürmt haben, mit einem Ziel, Israelis zu finden und zu verprügeln. Zitat auf dem Plakat auf einer Pro-Palästina-Demo in Berlin. Tod den Juden, Tod Israel. Eine norwegische Studentin, die auf einer Pro-Palästina-Demo mit dem Plakat rumgelaufen ist. Keep the world clean. Halte die Welt sauber. Und das sind nur so ein paar wenige Beispiele. Das Internet ist voll davon. Von Beispielen, wie Antisemitismus wirkt. Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Antisemitismus ist keine Bewegung der Neuzeit. Ne? Wenn wir ganz zurückgehen, ganz früh zu Abraham, dann sehen wir, wie das Ganze schon anfängt. Mit den Söhnen Ismael und Isaak. Man sagt, dass mit Ismael eher so diese ganzen arabischstämmigen Länder entstanden sind und mit Isaak, mit seinem Sohn, eben dieses Volk Israel entstanden ist. Und wir können das sehen. In 1. Mose 12, Vers 2, da steht, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein, durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Gott hat sein Volk erwählt. Gott hat sein Volk ganz bewusst erwählt. Gott hat sein Volk bestimmt, auserwählt zu sein, sein Volk zu sein. Und durch dieses Volk möchte Gott diese ganze Welt segnen. Gott hat sich ein Volk erwählt und die sind nicht besser als andere. Die sind nicht die besseren Menschen. An manchen Punkten war das Volk, wenn du in der Bibel liest, katastrophal gewesen. Und das Ganze zieht sich bis heute durch. Das ist so, da kann man nichts dagegen sagen. Sie sind nicht besser als andere. Sie sind Menschen wie alle anderen auch, aber sie sind erwählt von Gott. Gott hat sie erwählt. Gott hat gesagt, das ist mein Volk. Ob wir wollen oder nicht, Gott hat sie erwählt. Und die Welt hat die Juden schon immer gehasst. Es fing von Anfang an an. Egal, was sie gemacht haben, Gott hat sie herausgerufen, ein Volk zu sein. Und in dem Moment hat die Welt drumherum die Juden immer gehasst. Und sie standen ständig in irgendwelchen Kriegen, ständig in Konflikten, ständig wollten der anderen sie vernichten. Und wenn ich Psalm 2, 1 bis 3 anschaue, da wird mir so viel klar. Da steht, warum geraten die Völker in Aufruhr? Um Israel herum. Warum geraten sie in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie schwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Sie verschwören sich dagegen. Komm, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. Gott hat sein Volk erwählt und die Welt hat beschlossen, dagegen zu sein. Sie wollen es nicht. Wir rebellieren gegen das, was Gott auserwählt hat. Es ist eine Rebellion. Gott erwählt das Volk und die Welt rebelliert gegen Gott und will, dass das Volk Gottes vernichtet wird. Sie wollen das Volk stürzen und sie wollen damit Gott stürzen. Sie rebellieren gegen Gott, gegen die Art und Weise, wie er in dieser Welt wirken möchte. Gegen das, was er möchten möchte. Sie rebellieren gegen seinen auserwählten König. Früher waren es Könige, heute leben wir im Neuen Testament und es ist Jesus, den Gott zum König bestimmt hat. Die Welt rebelliert. Antisemitismus ist deswegen nicht nur Hass gegen Juden, sondern auch gegen Gott.
Es ist Rebellion gegen Gott, gegen die Art und Weise, wie er in dieser Welt wirken möchte. Wenn wir das wissen, dann sollten wir als Christen kapieren, dass Antisemitismus, dass dieser Hass gegen Juden nichts bei uns zu suchen hat. Weil es ist Hass gegen Gott, gegen sein Volk, gegen Jesus und ganz am Ende schießen wir uns damit ins eigene Bein, weil wir gegen uns selbst sind, gegen das, was wir glauben, gegen das, warum wir hier in der Kirche sitzen und Jesus anbeten und Gott anbeten und auf der anderen Seite passieren dann andere Dinge. Die Sache ist, gegen Gott kann keiner gewinnen. Jedes Jahr feiern die Juden ihre Feste und sie feiern, dass die Welt so oft versucht hat, sie zu zerstören und zu vernichten. Und trotzdem sind sie noch da. Trotzdem sind sie noch da, weil Gott sie auserwählt hat, weil Gott ihnen ein Versprechen gegeben hat, egal was passiert, ich werde an eurer Seite sein. Er heißt bestimmt nicht alles gut, was passiert, aber Gott hat sie auserwählt. Gott wird an ihrer Seite sein. Gott wird sie beschützen, Gott wird sie bewahren, Gott wird sie vor der Vernichtung retten. Wir kennen die Bibel, wir wissen, dass keiner gegen Gott gewinnen kann. Selbst der kleinste Versuch, es ist lächerlich. Du kannst Gott nicht bremsen. Und deswegen glaube ich, dass es nur eine Lösung für das Ganze gibt. Die Sache ist Umkehr zu Gott. Apostelgeschichte 2, 38 steht, kehrt um zu Gott, schreibt Paul, fordert Petrus hier auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Umkehr zu Gott, die Antwort zu Antisemitismus, die Antwort zu Hass gegen Juden, zu Rebellion gegen Gott ist Umkehr. Ist Buße tun vor Gott. Schon im gesamten Alten Testament, es zeigt uns, dass es nicht schlau ist, sich gegen Gott und sein Volk aufzulehnen. Das ganze Alte Testament ruft immer wieder zur Umkehr auf. In allen Propheten, in vielen Geschichtsbüchern, es geht immer um Umkehr. Rebelliert nicht gegen Gott, es bringt nichts. Und jedes Land, alles, was sich gegen sein Volk und gegen ihn aufgelehnt hat, es ging nicht immer gut aus, weil Gott was beschlossen hat. Das ist mein Volk und aus diesem Volk soll Segen entstehen. Und auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte, fordert uns auf, Umkehr. Es darf nicht sein, dass Antisemitismus, dass dieser Hass Raum in unserem Leben hat. Der Römerbrief, da schreibt Paulus, dass wir Menschen wie Gefäße sind. Gefäße, die Gott, der Töpfer, geformt hat, die er als Töpfer gemacht hat. Solche Gefäße sind wir. Die Frage ist, mit was lassen wir uns füllen? Die Frage ist, wie wird dieses Gefäß gefüllt? Und ich weiß nicht, was mit dir passiert, wenn du die ganzen Nachrichten, die letzten Wochen und Jahre, das ist ja ein Krieg, der im Nahost ja schon seit Jahrzehnten geht. Das ist eine Geschichte, die schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden geht, gegen Israel. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du aktuell die Nachrichten schaust, wenn du schaust, was da alles los ist. Die einen sind für Israel, die anderen sind gegen Israel. Da wird geschossen und gemacht und getan. Aber es kommen so viele Gefühle hoch, so viele Dinge, die plötzlich in uns hochkommen. Ne? Da kommt plötzlich Unglaube auf. Und das ist was, das ist plötzlich in uns drin und füllt uns. Da kommen Sachen auf wie eine Ohnmacht. Was sollen wir überhaupt tun in so einem Krieg? Was soll man tun in einer Situation, die schon seit so vielen Jahren andauert? Und es füllt uns mit Gefühlen. Das ist diese Rebellion, die uns aufkommt und sagen, hey, da müssen wir jetzt doch aufstehen, da müssen wir doch was machen. Und wenn Israel nicht endlich mal umdenkt, dann muss doch da mal jemand was machen. Da kommt Hilflosigkeit auf. Da ist Angst. Was können wir tun in solchen Situationen? Da ist Hass. Und ich erlebe so viel Hass. Wenn du ins Internet gehst, wie viel Hass ist da? Und die Leute werden aufgefressen von diesem Gefühl. Da sind Sorgen. Da ist Wut. Und all diese Dinge. Und plötzlich ist dieses Gefäß voll mit Gefühlen, die uns übermannen, wenn wir an diese ganze Situation denken. Das ist nur eine Situation von vielen, ne, die aufkommt, wenn wir Nachrichten schauen, diese Welt schauen, was es an Kriegen gibt. Aber es ist gerade besonders wild hier. Das sind alles Dinge, die uns füllen, die uns einnehmen und die Macht über uns haben.
Die haben Macht über uns. Alles Dinge, die Macht in dieser Welt haben und das einnehmen. Und da ist eine ganze Welt, die versucht, uns einzureden, das ist gut, du darfst wütend sein, sei ruhig wütend, hab ruhig Hass, rebellier ruhig gegen Gott. Was hat er schon getan? Das ist ja schon so lange, ne? Und es geht immer noch. Rebellier ruhig. Unglaube, ja natürlich kommt da Unglaube auf. Und so viele Dinge, wo wir sagen, hey, was sollen wir da machen? Sei ruhig wütend. Ne? Nur so können wir auch was verändern, wenn du die richtigen Gefühle hast. Umkehr ist ein Herrschaftswechsel. Umkehr sagt, nee, dass nicht mehr diese Gefühle Macht über mich haben, dass nicht mehr das Rebellieren gegen Gott Macht über mich hat, sondern dass diese Königsherrschaft Gottes, den König, den er eingesetzt hat, nämlich Jesus selbst, regiert. Und dieser Vers in der Apostelgeschichte, wo Petrus sie aufruft zur Umkehr, sagt, kehrt um, sagt, hey, weil dann habt ihr den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist derjenige, der Einzige, der dieses Gefäß, zu dem der Töpfer, der Schöpfer Gott uns selbst gemacht hat, uns füllen soll. Und die Sache ist, es ist nicht nur so, ne, dass der Heilige Geist uns füllt und dann geht es uns halt gut, sondern er ist aktiv. Der sorgt dafür, dass dieser ganze andere Scheiß in uns nichts mehr zu suchen hat. Dass dieser ganze Scheiß raus ist und der Heilige Geist in uns wohnt. Wir sind Gefäße. Die Frage ist, mit was lassen wir uns füllen? Was passiert in den Tagen, wenn du Medien schaust? Was passiert mit dir? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir dabei? Lass dich nicht zu Hass ein. Lass dich nicht auf Wut ein. Hab keine Angst. Rebellier nicht gegen Gott. Ich habe es schon mal erwähnt. Ja, das, was die Juden nicht alles machen, ist nicht alles perfekt. Im Gegenteil, ne? Es gibt die ultraorthodoxen Juden, ne? die sind teilweise so gegen ihre Regierung und so gegen diese Staatsbildung, dass sie schon fast auf der Seite der Feinde stehen. Da ist eine junge Generation von Leuten, ne? die so säkular sind, dass sie mit Gott eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Die feiern Partys, die sind jenseits von Gut und Böse. Nur ein Bild. Das ist die Party von einem Festival, kurz bevor vor der Attacke auf Israel. Und wir sehen hier Gottes Volk, die vor dieser Buddha-Statue tanzt und feiert und erhoben hat auf den Altar. Und das ist eigentlich Gottes Volk. Wir lesen im Alten Testament, dass genau solche Sachen nicht passieren sollen. Und genau solche Sachen passieren auch jetzt wieder in Gottes Volk. Ja, es sind nicht alle gut. Ich bin der Meinung, Gott ist alles andere als zufrieden mit dem, was in Israel alles läuft. Aber ändert das was an dieser Meinung und an dieser Tatsache, dass Israel Gottes Volk ist? Dass er sein Volk erwählt hat? Nee, es ändert gar nichts daran. Wir sind hier in unserer Kultur. Wir sind davon überzeugt, dass wir Gutes tun müssen. Und das ist auch gut so. Es ist schön, dass wir Gutes tun wollen. Wir wollen die Welt retten. Wir wollen die Umwelt reparieren. Wir wollen den Schwachen eine Stimme geben. Wir wollen mit den Diskriminierten durch Gendern und LGBTQ uns solidarisieren und all diese Geschichten. Wir sind für Palästina, weil wir für die Schwachen sein wollen. Und wir befinden uns in so einem westlichen Wohlstand, der so groß ist, dass wir so ein schlechtes Gewissen der Welt gegenüber haben, dass wir uns unbedingt für die Schwachen einsetzen müssen. Und wir streben danach, Gutes zu tun, weil es uns ein gutes Gefühl gibt, Gutes zu tun. Es ist immer gut, Gutes zu tun. Ne? Wer was Gutes tut, der wird selber merken, oh, das war jetzt aber schön. Das ist, könnte ich vielleicht öfter mal machen. Gar nicht so schlecht. Daran ist nichts falsch. Überhaupt gar nichts. Soziale Gerechtigkeit ist ein riesengroßes Thema bei Jesus. Es ist so unglaublich wichtig, dass wir uns das wirklich merken müssen. Hey, wir sollen sozial gerecht sein. Es geht nicht um Ungerechtigkeit in der Welt, sondern es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, die Schwachen und die Starken gleich stark zu machen. Es geht um Gleichberechtigung und all diese Dinge. Es ist ein super wichtiges Thema bei Jesus. Da kann jeder von uns mitwirken und jeder von uns mit dabei sein. Aber wir können nicht mit fremden Fahnen schwingen, ohne zu wissen, was wir damit tun.
Und manchmal vermischen wir verschiedenste Dinge miteinander und verschiedene Fahnen miteinander und checken gar nicht, was da eigentlich passiert. Nur ein kleines Beispiel, ne? Weil dann LGBTQ-Fahnen zusammen mit Palästina-Fahnen auf einer Demo sind, das wirkt für mich ein bisschen absurd. Nichts gegen die einzelnen Dinge, aber wissen die Leute, was sie da machen? Geh mal mit der LGBTQ-Fahne nach Palästina, geh mal an den Gazastreifen und versuche auch nur einen Tag zu überleben. Wissen wir, was wir da machen? Nichts gegen das Gute, was dahinter steht. Nichts gegen diesen Wunsch nach Gleichberechtigung, nach Frieden und all dem. Aber wissen wir, was wir tun, wenn wir auf irgendwelche Demos gehen und für irgendeine Gerechtigkeit irgendwie kämpfen? Hauptsache grundsätzlich für den Schwächeren eingesetzt, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin hier nicht gegen jemanden. Gott steht für Leben, egal auf welcher Seite das Leben steht. Gott steht für Frieden, egal auf welcher Seite. Gott steht für Liebe, egal auf welcher Seite. Und wenn Gott dafür steht, will ich auch dafür stehen. 1. Petrus 4, Vers 8, da steht, vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Es ist das, was wir brauchen. Wir dürfen nicht aufhören, Menschen zu lieben, weil Jesus Menschen geliebt hat. Egal aus welchem Background die Menschen kommen. Und es ist mir völlig egal, ob Leute aus Palästina kommen oder aus Israel kommen. Es ist mir völlig egal, mit was für einer Fahne Menschen rumschwenken. Wir sollen sie lieben. Es gehört dazu. Egal, ob wir das wollen oder nicht. Ich bin nicht gegen jemanden. Ich bin für Jesus. Und darum geht's. Weil nur durch Jesus können wir umkehren. Nur durch ihn sind Veränderungen möglich. Wenn du für Schwächere sein willst, dann sei für Jesus. Wenn es dir wichtig ist, deine Stimme zu erheben und dich für Ungerechtigkeit einzusetzen, dann erheb deine Stimme für Jesus. Es geht nicht darum, eine Fahne für Israel zu erheben oder für Palästina zu erheben auf irgendeiner Demo. Wenn du eine Fahne schwenken möchtest, dann solltest du dir Jesus auf die Fahne schreiben. Dann schreib dir Jesus auf deine Flagge. Das ist die einzige Fahne, die wir schwenken sollten, und zwar so, dass sie alle sehen können. So, dass sie jeder sehen kann. Weil das ist das Zeugnis, was wir heutzutage in dieser Welt brauchen. Und es soll auch meine zentrale Idee sein. Schreib dir Jesus auf die Fahne und schwenk sie, sodass alle sie sehen können. Es ist unsere Berufung, zuallererst Jesus in unserem Leben zu haben. Ihn in unserem Leben groß zu machen. Wenn wir diese Fahne schwenken, wo Jesus draufsteht, dann ist es nicht nur so, dass wir unser eigenes Gefäß, unser eigenes Herz säubern damit und alles rausräumen, was da nicht reingehört, sondern es ist so, dass wir Jesus groß machen. Dass wir Jesus Raum geben in dieser Welt. Dass wir ihm eine Stimme geben. Zeugen sein können, sodass alle anderen Menschen ihn kennenlernen können. Die Tage gingen auf Social Media, auf den verschiedenen Social Media Kanälen einige Beiträge rum. Unter anderem von Christen, die humanitäre Hilfe am Gazastreifen gegeben haben und dort viel gemacht haben und viel versucht haben, so gut es irgendwie ging, Menschen zu helfen. Und warum das so auf Social Media rumging, vor allem unter Christen war, weil sich da einige Palästiner bekehrt haben zu Jesus. Weil dort Menschen waren, die ein Zeugnis waren für Jesus. Und vor allem, weil Jesus ihnen im Traum begegnet ist. Aber das zeigt mir nur eins, sie brauchen Jesus. Sie brauchen Jesus. Und Jesus muss ihnen begegnen. Und ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, wie wir für Frieden sorgen können in diesem ganzen Konflikt. Wir sind dazu berufen, an Gottes Seite zu stehen. Ja, dazu gibt es tausende Gründe aus menschlicher Sicht, warum ich sage, das ist vielleicht schwierig. Ne? Warum muss ich jetzt unbedingt auf das irgendwie für Israel sein und für Israel beten? Die machen doch auch Fehler. Warum kann ich nicht? Ne? Und überhaupt und sowieso. Es gibt so viele Gründe, warum ich aus menschlicher Sicht vielleicht sagen muss, dann bin ich doch einfach gegen den Rest der Welt, so mehr oder weniger. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir zu nichts anderem geschaffen sind, als an Gottes Seite zu stehen.
dass Gott, der Schöpfer, der Töpfer, uns auf eine gewisse Art und Weise gemacht hat. So funktionieren wir, so sind wir. Das ist die Tatsache, zu nichts anderem sind wir geschaffen, eine Beziehung zu ihm zu leben, in seinem Plan zu folgen, an seiner Seite zu sein, Jesus in unserem Leben zu haben und ihn groß zu machen. Das ist unsere Bestimmung. Und das heißt, es ist nicht möglich, dass wir gegen ihn und sein Volk sein können. Nur ein kleines Beispiel. Ich habe die Johanna gefragt, ob ich kurz ihre Gitarre nutzen darf. Sie hat gesagt, ich darf sie nicht kaputt machen. Na gut, ich gebe mein Bestes. Ich schaue mal, was sich da tun lässt. Ich klaue mir mal noch den Hocker hier. Ich habe nicht dran gedacht, dass das Band, dass ich größer bin als die Johanna. Aber nur ein bisschen. Das ist eine Gitarre. Nur falls ihr es nicht wusstet. Die ist zu einem gewissen Zweck. Die hat einen gewissen Zweck, warum die existiert. Ich kann jetzt meine Freiheit genießen und sagen, es ist schön, dass der Gitarrenbauer eine Gitarre gemacht hat, aber ich will die gerne so rumhalten. So ist die gut, so ist die schön, so mag ich das. Herrlich, ne, Gitarre. Ich kann euch was vorspielen, gefällt's euch? Danke. Das ist nicht der Zweck von der Gitarre. Ich kann jetzt vielleicht noch einen Kompromiss eingehen und sagen, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste, denn so ist es maximal ein Rhythmusinstrument. Ich drehe die um, ich halte sie wenigstens irgendwie so. Aber ich werde auf gar keinen Fall lernen, wie ich mit dieser Gitarre umgehe. Ne, das sind 6 Saiten, das ist mir viel zu viel. So viele Bünde, so viele Möglichkeiten, Töne zu spielen. Ich spiele, wie ich will. Ich mache, was ich will mit dem, was dieser Gitarrenbauer gemacht hat. Ich spiele einfach mal ein bisschen. Ja gut, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Dahinter steckt ein System. Da hat sich ein Gitarrenbauer was dabei gedacht, da haben sich Musiker was dabei gedacht, wie Musik funktioniert. Und die einzige Chance, eine Gitarre nach ihrem Zweck, nach ihrer Bestimmung zu nutzen, ist zu lernen, wie mache ich das? Nur so kann ich die Bestimmung der Gitarre auch hervorheben. Nur so kann auch eine Gitarre zum Segen für unsere Ohren sein, zum Segen für unsere Seelen sein, wenn ich die Gitarre so nutze, wie der Bauer sie sich auch erdacht hat. Und das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie Gott uns gemacht hat. Es geht mir vor allem an dem ganzen Thema darum, dass wir in unserer Bestimmung leben, nämlich Gott zu folgen, uns nicht gegen Gott aufzulehnen, nicht gegen Gott zu rebellieren, nicht gegen ihn zu sein, nicht gegen sein Volk zu sein, sondern dass wir für ihn sind, für Jesus sind. Dann leben wir so, wie der Töpfer sich das gedacht hat. Nur dann können wir funktionieren. Und ich glaube, nur dann kann auch Frieden entstehen in uns selbst. Nur dann können wir diese negativen Gefühle, die uns sind, wo Hass in uns hochkommt, egal ob gegen Israel oder gegen sonst irgendjemanden, nur dann können wir das aus dem Weg räumen, weil wir in dieser Bestimmung, in diesem Plan sind, den Gott für uns hat. Ja, wir könnten jetzt hier große politische Diskussionen führen, was ist richtig, was ist falsch. Aber eigentlich will ich, dass du heute mitnimmst, dass du eine Bestimmung hast. Wenn du Jesus kennst, dann solltest du so leben, wie der Töpfer sich ausgedacht hat. Ja, du kannst deine Freiheit genießen und sagen, ich mache das, wie ich will, aber du wirst nie zu dem Segen werden, wie Gott sich das vorgestellt hat. Du wirst nie zu deinem ganzen Potenzial ausschöpfen, wie Gott sich das ausgedacht hat. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann solltest du ihn kennenlernen. Dann solltest du die Chance nutzen, zu diesem Jesus zu kommen. Weil nur so kannst du dein volles Potenzial ausschöpfen. Ja. Du kannst dein Leben spielen, wie du willst. Umgedreht, falsch, nach deinen eigenen Regeln. Aber Gott hat sich was ausgedacht und das ist schön. Da kommen schöne Melodien. Da kommt Segen aus dir heraus. Und darum geht's. Ich möchte nicht gegen jemanden sein. Ich möchte für Jesus sein. Und er hat sich was gedacht. Für dein Leben, für mein Leben, für uns alle. Lass uns nach dieser Melodie spielen. Lass uns danach spielen.
Lass uns so spielen, wie Gott sich uns gedacht hat. Lass uns unser volles Potenzial ausschöpfen, weil ich glaube, so kann Frieden in dieser Welt entstehen. Ja, ist nicht immer leicht. Johannes 15 steht, diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus dieser Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Das ist nicht immer leicht. Wir stellen uns da vielleicht gegen viele andere Meinungen. Aber ich glaube, das ist das, was Gott von uns möchte. Das ist das, was Gott von uns will. Dass wir nach seiner Melodie spielen. Nach den Regeln, die er für die Musik aufgestellt hat. Für unser Leben aufgestellt hat. Dass wir schauen dürfen, was ist sein Plan für dein Leben und für mein Leben. Gott hat Jesus zum König gemacht. Ihn anzubeten, ihm zu folgen, ihm die Herrschaft über diese Welt und über unser Leben zu geben, das ist unser höchstes Ziel. Weil dann hat alles andere keine Macht mehr über uns. Ich möchte die Band einladen, noch mal ein Lied mit uns zu spielen. Die Doro kriegt auch ihren Hocker wieder. Ich möchte noch mal dieses Lied mit uns spielen, was wir gerade eben schon mal hatten, König aller Könige. Und jetzt muss ich mit dir aufräumen. Ich möchte mit dir am Abschluss dieser Predigt einfach noch mal mit uns gemeinsam in dieses Lied reingehen, König aller Könige. Und ich weiß, das ist vielleicht ein schwieriges Thema für manche, was es heute ging, Antisemitismus, Palästina, Israel. Viele haben vielleicht eine Meinung, aber ich wünsche mir, dass wir heute unsere Herzen Gott gegenüber öffnen und vor allem Ja zu ihm sagen. Sehen, ja, er ist unser König. Er ist der, der Macht haben darf auf dieser Welt, über meinem Leben, sodass alles andere keine Macht mehr haben kann. Deswegen, wenn du möchtest, wenn dein Herz offen dafür ist, dann darfst du einfach nochmal mit uns aufstehen und wir wollen nochmal einsteigen in dieses Lied König aller Könige, erster Könige. Ihm gehört die Ehre, ihm wollen wir preisen für das, wer er ist in unserem Leben. Und öffne dein Herz, deine Ohren, deine Augen für das, was Gott dir heute Morgen einfach zeigen will und dir aufs Herz legen möchte. Und ja, stimm einfach mit ein und sag ihm, ja, du bist mein König. Und ich möchte nicht, dass alles andere, dass Rebellion, Hass, Wut, Angst, Macht hat über meinem Leben.